Hallo Lieben, herzlich Hallo. willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir Frosty Food. Genau, Lea hat es richtig gesagt. Ich traue mich schon Englisch nicht reden. Und zwar machen wir unseren eigenen Fruchtsorbet. Gefrorene Früchte. Es sieht ganz einfach aus. Ist es aber auch. Hoffen wir, dass es so ist. Eine Sorbetmaschine ist das. Ja, und die geht so, man nimmt ein paar gesunde Sachen, zum Beispiel Erdbeeren, so welche Himbeeren oder Ananas, und dann tut man die da rein und dann nimmt man dieses Ding, tut es oben drüber und dann rührt man da und dann kommt so ein Frucht raus. Genau, also auf der Anleitung steht zum Beispiel, man soll die Früchte gefrieren vorher und man kann sie mit ungefrorenen Früchten mischen, also wenn sie richtig gefroren sind. Wir haben die Erdbeeren eingefroren vorher. Die sind jetzt ein bisschen aufgetaut. Also sind jetzt nicht so steinhart. Und dann habe ich noch hier, man kann diese Früchte auch nehmen, die gefrorenen aus der Tiefkühltruhe. Die gibt es hier zum Kaufen. Die werde ich nämlich auch testen. Also, ich würde sagen, ich drücke und Millet dreht. Wer dreht? Okay, du. Also, du drehst. Oder kommt schon was? Also die Früchte, was ich gemerkt habe, die können noch mehr gefroren sein. Die Maschine schafft das locker. Wir nehmen jetzt mal die hier noch dazu. Ob er die auch packt? Warte, Millet. Oh oh. Schauen wir mal, ob er die auch packt. Warte, jetzt da, mach mal. Siehst du mal, Millet? Ja. Jetzt im Moment macht jetzt, da bleib halt drin. Ja, lass mich. Aha. Eins haben wir gemerkt, die ganz gefrorenen gehen auf. Ja, super. Cool. Millet in Action. So, Millet, machen wir weiter. So, den nehmen wir mal weg. Ich würde sagen, wir mischen jetzt. Du tust eine Erdbeere rein, Millet, und dann ein bisschen von dem. Man soll ja ein bisschen mischen. So. Warte. So. Wo ist jetzt der Ding da? Jetzt da. Mach mal, Millet. Komm. Ja, komm. Seht ihr, wie gut das geht mit den gefrorenen Früchten? Gott. Oh nein. Diese Ananas. Ananas. Da war das Ananas. Stopp. Schau mal, was die Millet angestellt hat. Oh mein Gott. Da muss ich jetzt auch mal lachen hinter der Kamera. Oh, was macht ihr mit mir? Warte, Millet. Millets Pulli ist auch voll geworden. Ja, weil sie spritzt die ganze Zeit. So, Millet, dreh mal. Erdbeere noch. Oh, egal. Drehen. Erdbeere, das finde ich einfach. Man darf von oben nicht zu arg drücken, also nicht zerquetschen. Dann geht es super einfach. Da kommt die Erdbeere. So, die Erdbeere sieht man schon. Da sieht man oben, die Erdbeere ist halb gefroren, die ist flüssiger und das gefrorene Zeug ist noch richtig wie ein gefrorenes Eis halt aus Früchten. Ich muss mich jetzt hier mal sauber machen. So. Los, weiter geht's, pressen. Die Becher sind dabei, die Löffel sind auch dabei. Und jetzt probieren wir mal. Richtiges Smoothie-Eis, oder wie man das nennt. Und wenn man will, kann man ein bisschen Zucker reintun. Besser als gekauftes und total gesund, finde ich. Ist auch alles nur. Obwohl das ein Spielzeug ist, sage ich mal, ein Spielwarengeschäft gibt, macht es wirklich seine Arbeit gut. Bin ich jetzt echt positiv überrascht von der Eismaschine. Da kann man auch Melone rein. Da kann man Melone rein tun, alles. Muss jetzt auch noch testen. Klar. Ich weiß, für dich sind sie ungesüßt, bestimmt. Aber ich finde sie halt super. Früchte muss man noch nicht süßen. Finde ich. Gut, gell? Eine richtige Erfrischung. Für den Sommer ist es sehr kalt. Ja, ist ja auch Smoothie.
Smoothie-Eis. Lecker, gell? Ja. Cooles Spielzeug. Ja, wirklich. Von Young Chef ist der. Young Frosty Chef? Fruit. Hm? Fruit. So, Lieben, das war's mit dem Video. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und vergisst nicht, und zu abonnieren. Und genau, schaut bei Milays Welt rein. Und meine Welt ist auch eure Welt. Tschüss. Tschüss.